Hallo liebe Grillfreunde, hier ist wieder der Rummel von Rummel Grill TV. Heute sind wir wieder unterwegs, wir sind in Essen im Stadtteil Werden in der Kochschule von meinem Freund Patrick Japs. Lecker Werden, herzlich willkommen. Lecker Werden, genau. Und mit ihm habe ich heute zusammen gegrillt. Und was haben wir gemacht? Wir haben ein gegrilltes Onglet zubereitet, rückwärts gegart und dazu haben wir einen herbstlichen Gemüse-Eintopf gemacht. Und wie das funktioniert, mit welchen Zutaten? Das zeigen wir euch jetzt. Bis gleich. Let's get ready to rumble! Wir haben hier das Onglet und dazu machen wir ein Kürbis-Sellerie-Gemüse mit Kartoffeln, roten Zwiebeln, ein bisschen Tomate kommt mit rein. Natürlich schmecken wir das Ganze mit reichlich Butter ab. Und an Gewürzen kommt dazu das Kartoffelstampfgewürz, Piment Espelette, die Feldfreude-Gewürzmischung und Pimenton de la Vera. Und selbstverständlich brauchen wir Fleur de Sel dazu. Paddy, Onglet, Nierenzapfen, hast du noch was zu sagen? Hanging Tender, sagen die Amerikaner dazu. Ist eigentlich eines der wichtigsten Stücke, wie ich finde, was die Nachhaltigkeit des Tieres angeht. Wenn man ein Tier schlachtet, soll man alles verarbeiten. Aber es gibt kaum ein Stück vom Rind, was so einen wunderbaren, kräftigen Rindfleischgeschmack hat, wie das Onglet. Man sieht das auch hier an dieser grobfaserigen Faser. Die Textur von dem Fleisch ist hinterher etwas grober. Es ist wunderbar mit intramuskulärem Fett gesegnet, was man eigentlich gar nicht so wahrnimmt. Wir nehmen auch jetzt gleich nur hier diese dicke Mittelsehne raus. Das hier, das Weiß und so, das lassen wir alles dran, das wird gleich rausgegrillt. Und dann muss man hinterher aufpassen, dass man es, wenn man aufschneidet, quer zur Faser schneidet. Das gibt es ja aber nur einmal im Rind. Genau. Also viele Sachen hat das Rind ja zweimal, ne? Wie die Hüfte oder das Filet oder das Roastbeef. Es hat auch nur ein Herz und eine Niere. Nee, stimmt gar nicht. Nieren hat es zwei. Genau. Aber es hat nur eine Leber und auch nur ein Onglet. Ich habe ja auch eine schöne Geschichte. Vor 4, 5 Jahren habe ich bei meinem Metzger Nierenzapfen bestellt. Da guckt er mich an und sagt, du hast doch gar keinen Hund. Das wurde früher als Hundefutter verkauft. Okay, wir nehmen jetzt hier die Sehne raus. Kann ich in der Zeit was Sinnvolles machen? Vom Grill möchte ich so Gemüse machen. Wir haben jetzt, der Herbst hat angefangen. Sellerie, Kürbis machen wir geschmort in Alufolie auf dem Grill mit den kleinen Kartoffeln dazu. Das sind in dem Fall jetzt hier Bamberger Hörner, Bamberger Hörnchen. Rote Zwiebeln und Tomaten sind alles von unserem eigenen Feld. Davon machen wir so eine Art Ragout in Alufolie und dann wird es hinterher einfach nur grob gestampft. Und das kommt dann hinterher unter das Fleisch. Alles klar? Super, fangen wir an. Ich habe mir überlegt, damit oder eine sichere Methode des Fleischvorbereitens ist die Rückwärtsgarmethode. Und deswegen machen wir das heute rückwärts im Backofen. So, seht ihr, jetzt habe ich hier die dicke Sehne raus. Warum nicht im Grill? Du bist natürlich ein Grillfachmann. Ich kenne mich im Grillen auch ganz gut aus, aber ich will nicht behaupten, dass ich mich so gut auskenne wie du. Und mir ist es auf jeden Fall ein bisschen zu lästig, sag ich mal. Ich lege es im Backofen, ich halte meinen Backofen auf 55 oder auf 50 Grad vor, lege das Fleisch da rein, mit Klarsichtfolie abgedeckt, damit es sich vertrocknet. Und dann weiß ich, es wärmt da vor sich hin. Alles klar. Natürlich kannst du es auf dem Grill auch machen, da musst du halt immer mal gucken gehen, immer hin und... Ich weiß, mein Ofen hat 55 Grad. Warum machst du das bei 50 Grad? Ja, warum mache ich das bei 50 Grad? Und zwar würde ich auch mal sagen, 90% der Menschen, die ihr Fleisch in einem Restaurant bestellen sich das Fleisch Medium. Es gibt welche, die es natürlich auch englisch bestellen oder Medium Rare, also noch blutig. Es gibt auch welche, die bestellen sich das durch. Die sollten sich aber kein... Die sollten jetzt auch schalten. Die sollten sich ein Gulasch bestellen oder... Ja, die sollten sich was Geschmortes bestellen. Also solche kurzgebratenen Fleischteile eigentlich niemals durchbraten, weil dann sonst überhaupt der ganze Geschmack verloren geht. Und dann ist der ganze Spaß und die ganze Freude ist auch weg. Und deswegen sage ich immer, beim Durchbraten lieber was Geschmortes bestellen oder einfach mal ein Stück Fisch essen und kein Fleisch. Bei dir? Vorher salzen, nachher salzen? Ich salze immer nachher, weil ich schneide es auch hinterher auf und dann kommt hinterher das Salz oben drüber. Okay. Aber du kannst auch, also kannst eigentlich machen, wie du willst. Also ich bin Vorhersalzer. Ja. Kürbis, auch so die Größe? Genau, der Kürbis ist auch ein kleiner Hokkaido-Kürbis von uns. Ich habe den schon gewaschen, den brauchst du nicht mehr waschen. Einfach nur genau, wir lassen die Schale auch alles dran. Den Löffel zum Aushöhlen.
Was machst du mit sowas? Hast du das weg oder? Nein! Nein! Also Sellerie. Sellerie ist ja auch. Aber die Schalen gehen weg. Nein, auch nicht. Also ich bin der Koch. Ja. Und Sellerie ist natürliches Geschmack. So ähnlich wie bei Japan Umami. Also Sellerie bringt überall sehr viel Würze mit rein. Und deswegen mache ich sowas eigentlich immer Schale in der Brühe. Schale auch. Ich habe das vorher gut gebürstet unter dem Waschbecken. Und diese Fleischabschnitte zum Beispiel hier, die mache ich auch da rein. Wenn ich jetzt noch Möhrenschalen hätte oder Petersilienwurzelschalen, das kommt alles mit hier rein und davon kochen wir eine Brühe. Okay. Also jetzt in dem Fall würde ich jetzt davon anfangen, das würde ich jetzt sammeln für eine Fleischbrühe. Aber das kann weg. Die Kerne, die kannst du natürlich gut abwaschen, trocknen und dann fürs nächste Jahr zur Seite legen und dann wieder einpflanzen. Aber in dem Fall. Du kannst auch übertreiben. Aber das ist Nachhaltigkeit. Das ist der Unterschied zwischen Koch und Griller. Ne? Wo kann man sparen? Beim Einkaufen und am Müllermann, ne? So, jetzt machen wir mit den Zwiebelchen weiter. Also es gibt ja so diese ganzen Fleischschnitte, die jetzt in den letzten Jahren drüber gekommen sind. Ich glaube, ich würde mal sagen, dass das Flanksteak war, glaube ich, eins der ersten Schnitte. Ja, ja. So vor acht, neun Jahren. Ja, 10 Jahre schon her. Ist schon 10 Jahre her. Und ich finde es gut, dass jetzt so diese ganzen anderen Fleischschnitte jetzt endlich mehr an Bedeutung kriegen und mehr achtsamer verarbeitet werden und die Leute auch immer ein bisschen neugieriger werden und nochmals ausprobieren, ob es jetzt ein Flat Iron Steak ist oder ein Terres Mayor oder so. Das Metzgerstück finde ich übrigens auch einen sehr schönen Schnitt. Hier oben aus dem Vordermittelbuch geschnitten. Das mal mit da rein. So, Kartoffeln schälen? Nee, das sind Bamberger Hörner, die haben wir auch. Guck mal, du kannst mal die Tomaten schneiden. Und oben, das sind nämlich gerade noch schnell gepflückt. Nee, die Kartoffeln, die schälen wir auch in dem Fall nicht. Aber Bamberger Hörnchen ist schon geiler Stoff. Ne? Das ist wirklich eine der besten Kartoffeln, die man bekommt. Sag mal ja, so. Finde ich auch am schmackhaftesten. Und eine Bratkartoffel daraus zu machen, ist auf jeden Fall richtig lecker. Die Tomaten kommen auch da rein. Okay. Zack. Oh, Entschuldigung. So. Jetzt haben wir hier dieses Gemüse fertig, seht ihr? Ist eigentlich ganz entspannt. Oder soll ich jetzt mal eine Tüte bauen? Wir bauen mal eine Tüte, aber eine richtige. Also Stich Butter kommt dazu. Ja, mach mal neu. Bauen wir uns mal eine Tüte. Salz kommt rein. Ja, ich baue mal eine Tüte. Ich mache noch einen ganz kleinen Schluck Olivenöl dazu. So, glänzende Seite nach außen oder glänzende Seite nach innen? Glänzende Seite nach innen, glaube ich, ne? Das ist scheißegal. Wunderbar, wusste ich doch. Nein, das ist produktionsbedingt. Ja. Ist so. Ja, ist so. So, und jetzt an den Seiten zugeknibbelt. Jetzt weiß ich auch, wieso du bei den Kindern so beliebt bist. Ja. Weil du mit denen immer so viel bastelst. Der Onkel, der Tüten bastelt. Ja. Alles jubelt, alles lacht, wenn der Rummel Witze macht. Den packen wir jetzt rein und dann kommt der auf den Grill. Nein. Und dann lassen wir da ungefähr ein Stündchen drauf. Hast du den Grill schon angemacht? Ja. Den anderen auch? Nein, der andere ist rein, oder? Ach so. Hab ich gesehen. So, und jetzt oben zuknibbeln. Einmal gut durchmischen, genau. Da ist dann die schwarze Auflaufform, genau, das rein. Dann bringen wir es so zum Grill. Ne? Go. Ist doch ein bisschen der Koch. So, den Grill haben wir jetzt auf 260 Grad vorgeheizt. Brauchen wir gar nicht so viel, oder? Naja, aber so, können wir erstmal so lassen, drehen jetzt ein bisschen runter und dann wird die Temperatur ein bisschen weniger. Dann lassen wir es hier gemütlich ein Stündchen vor sich hin schmörmeln. Also indirekt heißt jetzt, wir machen hier Mitte aus. In der Mitte aus. Genau. Plupp. Plupp. Hier wieder ein bisschen hoch, dass er 180 Grad hat. Oder? Ja, genau. Das passt so. Und jetzt legen wir es auf den Grill. Wir haben den Grill volle Säge angeheizt. Genau, der hatte 350 Grad. Und ich will das Fleisch einfach nur rösten. Und deswegen legen wir es jetzt so insgesamt ca. 4 Minuten auf den Grill. Das Feuer machst du jetzt nur für die Kamera, ne? Das ist ganz nicht. Feuer? Nein, ich mache das hier Feuer ein bisschen, damit ein bisschen mehr Aroma noch hochkommt, ne?
Jeder hat es an der Ortsgrill. Jetzt stampfe ich das hier extra in der Alufolie dran. Und jetzt seht ihr genau, oder ihr seht wunderbar, wie die Faser verläuft, in diese langen Linien. Deswegen schneide ich jetzt einmal durch mit der Faser, weil wir das ja aufteilen wollen. Ja genau, das ist die Faser mit der Faser jetzt, seht ihr es? So läuft die Faser. Genau. Wir haben erstmal einen schönen Anschnitt, ja? Keinen grauen Rand. Schneide ich es einfach einmal in der Mitte durch. So, jetzt haben wir das gegrillte Onglet mit diesem Herbst-Gemüse-Kartoffelstampf, was wir schön geknetscht haben, ne? Geknetscht. Knetschen ist bei uns eigentlich aus dem Harz, wo ich komme. Knetschen ist Dummschwätzen. Knetschen. Komm, warum knetschen mal? Echt? Okay. Ja. Knetschen? Knetschen, ja. Knetschen nicht so rum. Stampfen. Ja. Probieren? Nee. Wollte man hier noch ein bisschen was zu trinken? Eigentlich schon, ne? Und dafür haben wir uns Spezialisten... Der Axel und der, Aki. Und der Axel ist professioneller Barkeeper. Er hat einen Gurkensalat mitgebracht. Und hat uns einen Drink dazu gemacht, wo er sich Gedanken gemacht hat, was passt hier zu dem Steak. Und wenn ihr wissen wollt, was hier drin ist und wie es gemacht wird, verlinke ich euch hier oben das komplette Cocktailrezept mit Axel. Er erzählt genau, wer er ist und was da drin ist. So, jetzt aber probieren. Okay. Fütterst du den Axel? Ja, klar, ich fütter den Aki. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Wollen wir drauf anfangen? Onglet mit dem Gemüse. Ja, erstmal Gemüse. Also, bei mir hätte noch ein bisschen Butter dran gekönnt, aber liegt lecker. Also, Trinkröhre. So, Axel? Strohhalm, Strohhalm sagt man nicht. Strohhalm sagt man eigentlich nicht, weil es ja nicht aus Stroh. Trinkhalm wäre der richtige Ausdruck. Liebst du mittlerweile auch das Glas in einem möglichen Fall, ne? Mhm. Glas, Metall, das ist jetzt eine aus Pappe. Also alles besser als Plastik. Also es ist mittlerweile auch ein schönes Movement, was so, man so sieht in deutschen Bars, dass viele auf den Trinkhalm aus Plastik verzichten. Einfach mal den Gast fragen, will er einen Trinkhalm? Ja. Und zweitens, nicht in jeden Drink vielleicht sogar zwei reintun. Habe ich noch nie verstanden. Dass das so ist. Und was hast du uns denn mitgebracht? Das ist tatsächlich ein Signature-Drink von mir. Den habe ich vor knapp 8-9 Jahren kreiert. Da ist drin Gin, frische Gurke, Holunderblütensirup. Ein bisschen Apfelsaft und frische Zitrone. Das Ganze gestampft im Shaker und dann doppelt abgeseiht. Braucht nicht so viel. Erfrischender. Hier ist er verlinkt. Leckerer Drink zum Stück Fleisch. Und heißt? Le Gourc. Ja, deswegen die Gurke. Lass uns kurz auf die Aromen eingehen. Warum passt der zu dem gegrillten Fleisch? Frische Gurke zum Fleisch finde ich immer ganz hervorragend. Dann kommt ein bisschen Süße mit ins Spiel. Ich denke, beim Fleisch ist auch immer eine gewisse Süße dabei. Haben wir die Holunderblüte, das hat einen leicht floralen Charakter. Ja, und Apfel, Erdapfel. Das ist ja, ne? Genau, zum Kürbis passt das auch. Ja. Apfel, Kürbis, Kartoffel, passt gut zusammen. Haben wir schon mal drei Aromen, die ganz gut harmonieren mit dem Stück Fleisch. Also, kriege ich jetzt erst oder esse ich erst? Jeder so, wie er will. Alles klar. Ich trinke jetzt mal an, okay? Ja, ich trinke mal gleich rein. Und derzeit, wo du überlegst. Mega. Esse ich mal ein bisschen. Ich habe aber die ganze Zeit jetzt den Axel gefüttert. Ein Bissen habe ich abgekriegt. Komm her, also Herrschaften. Ah, lecker. Food Pairing. Habe ich früher gedacht, Mensch, ist vielleicht, hat sich irgendwann mal was Neues einfallen lassen. Aber ich arbeite seit 4-5 Jahren wirklich nach den Grundlagen der Food Pairing. Mach meinen Kopf, was passt zusammen. Und ich weiß, das und das passt zusammen. Mhm. Vielen Dank, ihr beiden. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Ich bleib weiter neugierig für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.